Hallöchen, willkommen bei einer weiteren Folge World of Tanks. Ja, mal wieder zwei Replays, einmal mit dem Leo, einmal mit dem Waffenträger. Ich werde auch nicht viel sagen zu den Matches, sondern mich eigentlich mehr äußern zum Sandbox-Server. Da war ich letzte Woche so ein bisschen unterwegs, habe ein paar Spiele gemacht, mir das Ganze mal angeguckt. Bei der Runde sei jetzt nochmal kurz gesagt, zum Ende werde ich ein bisschen gierig und das fällt mir so ein bisschen auf die Füße. Ich wollte unbedingt die Arti haben und naja, gut. Lief ein bisschen unglücklich. ja, Sandbox-Server. Wie gesagt, ich war letzte Woche so ein bisschen unterwegs, hab mal so ein paar Spielchen gemacht, mir das Ganze mal angeguckt bei der Munition. Insbesondere, weil ja HE und Hash ja geändert werden. Hab auch mal die Kritik und auch mal das Positive von anderen Panzerspielern angehört. Und ich kann so die Kritik ein bisschen teilen. Generell sei gesagt, es gibt zwei nennenswerte Änderungen. Das ist einmal die Munition und einmal der HP-Buff, nenne ich es mal. Bei größeren Panzer fällt jetzt nicht so stark aus, also Stufe 8 oder 10. Bei kleineren schon. Vorteil ist halt für Anfänger. Mit mehr HP werden auch mal gewisse Fehler verziehen. Nur so mal ehrlich, gerade in Stufe 1-2 Gefecht, die 1-2. Die meisten Spieler gucken nicht nach HP, sondern fahren einfach drauf los. Und das sind nicht unbedingt mal die Anfänger, sondern einfach auch gestandene Spieler, die einfach nur losfahren und ein bisschen Spaß haben wollen und Schaden machen wollen oder halt mal ihr Ego so ein bisschen aufbessern möchten mit 50-0 Runden. Ist ja alles okay. Wie gesagt, für kleinere Spiele ist halt der Vorteil mit mehr HP, es werden auch mal Fehler verziehen. Weil man halt mehr aushält, wo man mehr Kugel verträgt. Ja, Munition. Also, Munition selber. Meine Meinung ist eigentlich dazu, bevor man an der Munition rangeht, hätte man erstmal die Panzer überarbeiten sollen, insbesondere die ältere Generation an Panzer. Wenn man zwar auf deutschen Baum guckt, so Maus und R100 oder auch ein M103 oder vielleicht auch mal die Japaner, weil eigentlich meiner Meinung nach trifft es die Japaner so ein bisschen mit. Generell wären ja HE und Hash ist ja so der größte Einschnitt. Ist zwar schön und gut, dass AP jetzt ein bisschen mehr Bums hat. Das Hauptproblem ist halt, was ich so sehe, die ganzen neuen Monster, die kaum noch Weakspots haben, da hat man es generell jetzt schon schwer und dann mit Wegfall der HE-Funktion, sag ich mal. Und auch Warnwirtschaft APCR, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn man mal vergleicht, E100 zum Objekt 700 irgendwas, 705 glaube ich. Der E100 wird einfach die kürzeren ziehen, auch mit der neuen Munition, oder mit der Neuausrichtung. Weil halt am E100 sehr, sehr wenig gemacht wurde in den letzten Jahren. Das ist so das, was ich ein bisschen kritisch finde. Genauso plus 2 Gefechte. Wenn man mit einem schwachen 8er gegen 10er antreten muss, gerade gegen die ganzen Super Heavies oder auch die Mates, die wenn sie Hull down stehen, die wirklich kaum noch Spots haben, Weak Spots haben, dann steht man da, geht ohne Schaden aus der Runde. Fühlt sich dann auch so ein bisschen überflüssig in der Runde, man spielt wirklich dann nur Statist. Also man hätte wirklich vorher mal an die Panzer rangehen sollen, dann vielleicht das plus 2 Matchmaking so ein bisschen überdenken sollen. Und dann eigentlich die Munition. Hatte es auch oft genug Runden mit wo ich im unteren Feld war, als quasi Kanonenfutter. Kann mich da entsinnen mit dem TVP. Gerade mit der Anfangsknifte, kommst du gegen 10er und 10er Gefechte rein mit voll ausgebauten Panzern.
mit wirklich den ekelhaften Viechern, wo man kaum durchkommt. Dann stehst du da, machst keinen Schaden und bist wirklich nur reiner Statist. Gerade so bei Stockpanzern. Man möchte auch vorankommen mit dem Stockpanzer. Hat mit RPCR schon Probleme und unterwegs ein bisschen Schaden machen mit HE. Irgendwie das Team so ein bisschen unterstützen, so ein bisschen mitspielen, so ein bisschen mitwirken und ich will nicht sagen, es fällt flach, aber es wird halt schwerer. Mit der Überarbeitung der HE-Kugeln. Weiß nicht, das ist halt so ein Punkt, den ich ein bisschen kritisch sehe. Was ein leichter Vorteil ist, dass vielleicht auch das APCR-Gesperr jetzt aufhört. Muss mich da leider mit dazu zählen, weil halt einfach die wirtschaftliche Situation bei mir die gewährt auch mal einen Premium-Schuss. Ich kann mich an Zeiten entsinnen, gerade wo Premium-Munition auch richtig Gold gekostet hat, da habe ich auch nicht mit Premium geschossen, weil es einfach zu teuer war. Und kann man vielleicht hoffen, dass das Gespamme mit APCR und Heat dann so ein bisschen nachlässt. Oh, da war die erste Runde leider schon vorbei. Doch schneller als gedacht. Ja, wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass Gespamme mit Premium-Munition aufhört. Wobei Spieler, die halt Premium-Account haben und auch ein Premium-Fahrzeug haben, sprich die auch mal an Credit fahren können, die werden weiterhin mit APCR und Heat schießen. Ich muss wirklich sagen, die Runden auf dem Testserver, die haben so ein bisschen nach alter Schule angefühlt. Er hatte wirklich wenig Runden, wo Premium-Munition um die Ohren geflogen ist. Ich habe mich auch selbst mal darauf eingestellt, nur mit AP zu schießen, selten Situationen mit APCR oder Heat. Gut, HE kann man, wie gesagt, momentan vergessen, also der Penetrationswert wurde halt wirklich deutlich nach unten genommen. Es ist dahin geht es so ein bisschen kritisch, gerade ein FV oder auch halt die Japaner, die auf HE und Hash so ein bisschen angewiesen waren, sind so ein bisschen weit nutzlos geworden. Was ich nicht verstehe, ist, warum man KV2 und KV2R die HE-Werte lässt, aber bei allen anderen die Werte wegnimmt. Also man hat da wirklich wieder so einen kleinen Unterschied gemacht zwischen russischer Panzer und dem Rest der Welt quasi. Weiß auch nicht genau, was das soll. Vielleicht wollte man nochmal demonstrieren, wie machtvoll doch russische Panzer sind. Sei jetzt mal dahingestellt, aber als Beispiel, ich habe den DW2 auch gern mit HE gespielt. Hat sich jetzt erstmal aufgeschissen. generell die ganzen britischen Panzer mit der Howitzer habe ich mit HE gespielt. Ja, und das hat sich erstmal. Ich meine, das ist erstmal meckern und dann erstmal gucken, was denn wirklich passiert. Aber ich finde es halt so ein bisschen unfair. KV2, KV2R. Da lässt man die Werte stehen und der Rest fällt bei den anderen Nationen halt weg. Und das ist wieder etwas, was mich ärgert. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Generell Forschungsbaum ist gut aufgeräumt. Also, gibt es ja auch so leichte Kritik. Und wegen 1 bis 5 sind jetzt Sammelpanzer, die da quasi aus dem Bau wegfallen, die kann man dann auch später nachkaufen, wenn man da irgendwie was freigeforscht hat, keine Ahnung, darauf habe ich mich nicht wirklich konzentriert. Wie es denn mit Stufe 6 bis 10 aussieht, bleibt abzuwarten. Es gibt ja auch schon die ersten Meinungen, dass die Panzer, die von 6 bis 10 wegfallen, dass die vielleicht irgendwann auf den Schwarzmarkt kommen könnten. Wenn sie denn wirklich rausfallen. Aber ich würde jetzt mal sagen, man muss warten, was denn wirklich ins Spielfinale reinkommt und was nicht.
Wobei mit der Munition, ich denke mal, das werden sie doch so umsetzen, wie sie es jetzt momentan laufen haben. Auch mit der unfairen Regelung, KV2 bleibt bestehen, der Rest fällt quasi hinten runter. Müssen wir einfach abwarten. Es gibt auch schon die ersten Meinungen, dass das Spiel danach tot ist. Das glaube ich nicht unbedingt. Was ich aber glaube, ist, dass Wargaming nicht unbedingt auf die Spieler hört, sondern wieder ihr Ding durchdrückt. Das hatten wir eigentlich nicht nur bei Wargaming, das hatten wir auch bei den zwei Buchstabenfirmen, die wir an Battlefield rausbringen. Das hat man bei Activision Blizzard, das hat man bei Ubisoft. Ich glaube, da kann man lang durchgucken, dass die Entwickler wirklich sehr, sehr selten auf die Spieler hören. Meist hat es negative Einflüsse, auch auf die Absatzzahlen. Meist ist es gleich geblieben. Da muss man wirklich abwarten, aber ich denke mal nicht, dass WoT daran stirbt, an diesem Nicht-Hören, was die Community sagt. Da hat man jetzt so ein schönes Beispiel, das wie meine ich da, das Objekt 705 Alpha. Wenn der Hall down steht, dann kommt man halt schwer durch. Da habe ich dann auch gerne mal mit HE drauf geschossen, um wenigstens irgendwas zu machen. Aber generell muss man sich wahrscheinlich angewöhnen, diese Panzer jetzt irgendwie zu umfahren, wenn die Möglichkeit besteht, und wenn nicht, dann halt Flucht ergreifen, Panzer stehen lassen, ignorieren, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie gesagt, erstmal nicht rumschreien, sondern gucken, was denn wirklich final ins Spiel reinkommt, wie es umgesetzt wird. Ich denke mal, das meiste ist momentan wirklich nur Panikmache. Müssen wir gucken, müssen wir abwarten. Ja, gut, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Gucken wir uns mal die Runde Sender an. Generell Spiel verloren. 3 zu 11. Und macht das jetzt auch nicht Schaden. Zumindest noch knapp 3000 Schaden selber gemacht. Ja, wie gesagt, Spiel verloren. Ich glaube mal, die Runde brauchen wir nicht zu Ende angucken, sondern gehen gleich rein ins Ergebnis. So, erste Runde mit dem Leo war ein Sieg, Klasse 2 Duellant, Wirkungsfeuer 3600 EP, 66.000 Credits. 2-4 Schaden, hätte ein bisschen mehr sein können, hätte ich da nicht die Scheiße gebaut und wäre so gierig geworden auf die Arti. Wird halt bestraft, recht bestraft. Noch knapp 33.000 plus, Trefferquote wieder unter aller Sau. Naja, gut. Die Demo-Runde war doch ganz angenehm, insbesondere oben den Hügel wirklich gut eingenommen. Und geht auch, denke ich mal, so verdient in Ordnung, dass wir gewonnen haben, wenn man mal den direkten Schaden vergleicht. So, zweite Runde, 350 EP bei 33.000 Credits. Schaden Platz 2. Ja, ich würde sagen, geht verdient in Ordnung, dass wir verloren haben. Haben uns ja komplett abkochen lassen. Gegner von vorne, Gegner von hinten. Hast das Spiel eigentlich verloren. Noch ein bisschen Plus gemacht. Ja. Ist schon ganz recht, dass wir so verloren haben. Oh, recht nicht, aber es geht halt in Ordnung. Ja, und wie gesagt, ich muss nochmal appellieren. Macht euch erstmal nicht verrückt mit der Munition, mit dem, was da kommen könnte. Sondern einfach mal abwarten, was wirklich passiert. Wir müssen wirklich sehen und warten, was Wargaming im Endeffekt wirklich da rausbringt. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.